Hey, keine Lust mehr zu diskutieren? Naja, ich versuche schon den ganzen Tag mit echten Zahlen gegen gefühlte Fakten zu argumentieren. Das ist echt Sisyphus-Arbeit. Ja, echten Zahlen glaubt halt keiner mehr. Dabei hast du doch eigentlich recht, oder? Ja, sonst würde ich ja nicht diskutieren. Natürlich bin ich irgendwie von mir überzeugt. Dann liegt es doch eigentlich an den anderen, dass die Welt nicht so ist, wie du sie gern hättest. Wer sind diese anderen überhaupt? Die sind doch viel dümmer als du. Der Dümmste bin ich bestimmt nicht. Ich habe auch schon das ein oder andere Buch gelesen. Und natürlich hätte ich da ein paar Vorschläge. Genau, die anderen sind das Problem. Das Land braucht neue Impulse. Wenn man dich einfach mal machen lassen würde, aber das merken die ja nicht. Ja klar, deswegen muss ich ja. Deswegen musst du nachhelfen. Guck mal, du kennst doch die Wahrheit. Die anderen, die sind verblendet, dumm. Die kann man doch ruhig auch mal zu ihrem eigenen Wohl, versteht sich, wegsperren. Wegsperren? Also. Natürlich nur die passiven Bürger. Da gibt's ja auch noch die Aktiven. Die kämpfen gegen dich. Die halten dich klein. Die haben nämlich Angst vor dir, weil du die Wahrheit kennst. Und damit wirst du denen gefährlich. Damit machst du es dir aber sehr einfach. Es gibt doch keine Wahrheit, es gibt doch nur Meinungen. Nein, nein, nein. Es gibt Wahrheit und Lüge. Und die Lüge kommt von den Mächtigen. Von denen, die keine Ahnung haben, die uns bewusst klein halten wollen. Uns? Wir haben doch bisher nur von mir geredet. Wer ist denn jetzt dieses uns? Na, die Bürger. So ist es doch aufgeteilt. Die Bürger und die Mächtigen. Und du gehörst zu den Bürgern. Und was für dich richtig ist, ist auch für alle anderen richtig. Bloß, das wissen die halt nicht. Das muss man denen beibringen. Oder mal über längere Zeit aufzwingen, notfalls mit Gewalt. Das klingt jetzt aber nicht mehr nach Demokratie und Diskussion. Allein vom Gesetz? Gesetz, Diskussion, Demokratie, das sind doch. Grundwerte, zivilisatorische Errungenschaften, die dafür verantwortlich sind, dass wir in einem Land leben, in dem du sowas überhaupt ungestraft sagen darfst? Nein, das sind Mauern. Das sind blöde Mauern, die blöde Menschen errichtet haben, um dich zu unterdrücken. Nein, das sind eher Schutzwälle, die sehr kluge Menschen mal errichtet haben, damit Leute wie du nicht so viel Schaden anrichten können, wie es schon oft genug passiert ist. Natürlich bin ich irgendwie von mir überzeugt, aber ich bin noch nicht so arrogant zu glauben, dass ich einzig und allein die Wahrheit kenne. Das bedeutet Demokratie doch auch, sich gegenseitig vor Fehlern zu schützen. Du argumentierst wie ein kleines, verzweifeltes Kind, sind immer die anderen schuld und ich weiß alles besser. Es gibt die Mächtigen und die anderen, die Freunde und die Feinde. Das macht alles einfacher und du musst dich nicht mit den Argumenten der anderen beschäftigen, selbst wenn die mal sinnvoll sind. Du bist nicht nur faul, du hast auch Angst, dir einzugestehen, dass du Fehler machst, dass der andere mal recht haben könnte. Da versteckst du dich lieber hinter Verschwörungstheorien und Hirngespinsten. Und das könnte einem echt leid tun, wenn es nicht so viele geben würde, die dir permanent die Hand reichen wollen. Guck doch mal genauer hin. Die Welt ist nicht schwarz-weiß, gut und böse. Da gibt's so viel mehr.